Hallo meine Damen und Herren und willkommen zurück zu Crash Bandicoot. Ich wollte noch irgendwas hinter sagen, aber es gibt nichts hinter zu sagen, das ist Crash Bandicoot 1. Also, The Great Gate kommt jetzt. Ach ja, The Great Gate. Das ist ein schöner Name. Das ist eine Alliteration. Zwei Gs hintereinander. Das ist, kann man poetisch analysieren, muss man aber leider nicht, unbedingt machen. Ich glaube, es ist auch besser so, weil das erinnert doch ein bisschen an Schule. Ist hier irgendwo eine Kiste? Weil letztes Mal haben wir drei Kisten verpasst, das hat mich ganz schön geärgert. Und ich wüsste nicht, wo. Huch. Okay, wir nehmen schon mal keinen Fallschaden, das ist schon mal sehr nice. Gut, denn wenn wir Fallschaden genommen hätten, dann spätestens jetzt. Moment, das ist schon wieder ein dritter Kork, oder? Tatsache. Das ist heftig, das ist heftig. Wie viel man hier dreimal Akku kriegt. What the f... War das jetzt gut oder schlecht? Was habe ich jetzt gerade getan? War das super? Oder war das eher so daneben? Okay, an die Dinger kann ich mich noch erinnern. Die muss man so drehen und dann... Juhu! Und dann juhu! Und dann juhu! Checkpoint! Was geht? Ein Affe? Was geht? Das war extrem dämlich, denn da komme ich jetzt ganz bestimmt nicht mehr dran. Super, Vitus, du bist der Beste. Huch, das war gar nicht mit Absicht. Ah, das war jedoch wirklich nicht mit Absicht. Das war jetzt aber nur Dämlichkeit. Könnte es sein, dass ich... Oh, okay. So ist es also mit den Schildkröten. Psch, au. Chill, chill, chill! Riskant, aber muss sein. What the f... Du bist ja der fieseste Kerl überhaupt. Bei dir... läuft. Wow. Ein Leben. Ein Leben. Mein Leben. It's my life. Okay. Okay. Nicht du schon wieder. Der mobbt mich immer weg. Der mobbt mich weg, weil er es kann. Das sage ich euch. Oh oh. Da habe ich Schiss gekriegt. Und da ist Feuer. Zur Asche werden will ich definitiv nicht. Das bockt gar nicht. Runter. So, da wäre ich wieder. Immer wieder dasselbe. Den ganzen Tag wird man nicht gebraucht. Dann fängt man an aufzunehmen. Und plötzlich lieben einen alle. Das ist echt unglaublich. Und das ist unser drittes Bild. Ab zur Bonusrunde. Also, was gibt's hier Schönes? TNT-Block. Perfekt. Wahoo! Das ging ab. Ups. Geschafft. So, den holen wir uns mal. Und dann bam, bam, bam. Und wollen wir mal hoffen, dass die 100%... Oh. Zwei Leben. Ach ja, das ist... Ich habe ihren Namen vergessen. Irgendwas mit T. Ich habe danach geguckt. Und noch viele andere Sachen erfahren, dass Crash zum Beispiel erstmal Willy Wombat heißen sollte, glaube ich. Also Wombat, Beuteldachs und so weiter und so fort. Willy Wombat. Glaube ich, war das. Das wäre natürlich komplett bescheuert gewesen. Die haben den Namen dann halt in Crash umgeändert, weil er halt gerne Kisten crasht. Ja, so ist das. Und das ist auch besser so, dass er Crash heißt. Willy Wombat wäre echt peinlich. Ich meine, da steht zwar... da ist zwar Beuteldachs in den Namen drin, aber... Nein. Okay, das wird eine schöne Sache. Yep. Und hier fehlt uns der gelbe Kristall, wie es aussieht. Der gelbe Kristall führt uns da irgendwo hin. Schön. Das heißt, wir haben wieder Kisten verpasst, richtig? Uns wurde gar nichts gesagt. Ich verstehe das nicht, was die hier von uns wollen. Das heißt, die 100% machen wir wieder am Ende, wie es aussieht. Boulders. Oh, Boulders. So ist es also. Boulders. Und da ist ein Boulder.
Geil. Ein Fels, der uns fertig machen will. Nee, 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 not today. So, hier können wir ganz gechillt erstmal die Kiste raushauen. Alle Wumpa-Früchte können, die da drin sind. Das nächste Leben raushauen. Und go! Nein, 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 nein. Ruhig. Hier ist bloß nicht ausrasten hier. Ich muss mich auch konzentrieren, dass ich hier alle Kisten erwische. Denn Kisten sind sehr nice. Ah! Danke. Checkpoint. Gut, weiter geht's. Oh oh, was zur Hölle? Jetzt muss ich ja noch springen im rechtzeitigen Augenblick. Aber man wird zum Glück rechtzeitig vorgewarnt irgendwie. Mehr oder weniger, zumindest. Oh oh, 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 das ist ganz schön knapp gewesen. Fast wäre ich gegen das Ding gerannt und das wäre gar nicht nice. Und hier muss man gleich zweimal so springen. Und das Ding fällt runter, wie es aussieht. Ist auf jeden Fall ganz schön wackelig. Also, wie Crash. Crash kriegt Master, wenn er rennt. Das ist echt, naja. Sieht ein bisschen retarded aus, muss ich schon sagen. Perfect? Perfect. Das macht Gem Nummer 2 und 9% complete. Na, wir speichern einfach mal auf den Speicherplatz, den wir angelegt haben. 9%. Ist das nicht schon relativ viel für Part 2? Ich weiß es gar nicht. Continue. Map. Loading. Und wir schaffen auf jeden Fall noch ein Level. Upstream. Also den Strom hochschwimmen. Weil Downstream ist zu Mainstream. Wisst ihr Bescheid? Und hier ist schon wieder ein Akku. Aber das ist der zweite. Nicht der dritte. Ich glaube, auf diesen Pflanzen sollten wir nicht stehen bleiben. Weil das ganz schön ungut wäre. Sagen wir es mal so. Hier ist ein Blatt. Stellen wir es mal drauf. Hui! So, da wäre ich wieder. Schon wieder ein Part voller Unterbrechungen. Wie gesagt, während ich aufnehme, lieben mich alle. Oh oh. Blatt. Ich habe Angst vor Blatt. Blatt sei ein Böser. Und während ich mich informiert habe, um zu gucken, wie Crashs Freundin eigentlich heißt, habe ich ja so einiges herausgefunden. Das mit Willy Wombat zum Beispiel und so weiter und so fort. Und Crash sollte sozusagen der Konkurrent von Super Mario werden. Ja. Das war aber eigentlich schon klar, weil Crash hatte auch Partyspiele und auch ein Kartspiel war so dabei. Also, aber Mario war natürlich als erstes am Start. Was bedeutet, dass die Entwickler, also Naughty Dog oder Sony, wer auch immer, halt so einen Konkurrenten rausbringen wollten. Und Crash war auch das zunächst das Maskottchen von Sony. Jedoch ist es dann dazu gekommen, dass die Rechte Universal Studios gehören und somit warum hat er den Mund sofort zugemacht? Und somit ist Crash nicht nur für die Sony-Konsolen erschienen, sondern auch für Nintendo-Konsolen. Ich habe selber ein Crash-Spiel für die Nintendo Wii. Das wäre Crash, Herrscher der Mutanten. Da merkt man das schon dran. Und das Spiel macht auch eigentlich richtig Bock. Naja. Ich finde die Story, die dir erzählt wurde, ist richtig gut. Zwar vom Spielprinzip ist es sehr anders. Muss ich wirklich sagen. Was auch ein bisschen nervt. Ah, jetzt sehe ich es erst. Das Ding schnappt automatisch zu, weil es blaue Pflanzen hat. Blaue Blätter, meinte ich. Dann gehen wir da mal schnell rüber. Da fehlt uns wieder der gelbe Kristall. Checkpoint. Blaue Pflanze. Grüne Pflanze. Und Bonuslevel. Bonuslevel. Hoffentlich werden wir nicht mehr unterbrochen. Ich habe nämlich keinen Bock, das alles... Ich muss nachher alles schneiden. Das ist gerade mein Problem. Ich hasse es. Bam, bam,
Bam, bam. Das läuft ja, Alter. Boah, da ist schon wieder... Alter, ich muss mir ihren Namen mal merken. Keine Ahnung. Crashs Freundin. Moment, sollte sie nicht entführt sein? Was macht die hier in dem Bonuslevel? Frage ich mich gerade. Vielleicht vertue ich mich hier auch irgendwie. Nee, ich glaube nicht. Das sehen wir am Ende. Continue. Und wir haben Gore-Tex noch gar nicht gesehen. Das finde ich schade. Oder sonstigen Gegner. Naja, wir müssen erstmal Upstream hier beenden. Upstream ist noch... super. Ah! So. Da wären wir also im Ziel. Yep. Dass da keine Information kommt, dass da irgendwie steht, ja, du hast so und so viele Kisten vergessen, liegt daran, weil wir noch nicht alle Dingsbums haben. Kristalle, würde ich sagen. Und Papu Papu, ein Bossgegner, mache ich sogar jetzt. Ja, ich mache das jetzt. Papu Papu ist jetzt dran. Papu Papu. Da schläft er, der Dicke. Crash steht daneben und denkt sich nur, what the fuck? Komm doch. Komm her, komm her. Wiu! Wiu! Wow! Hä? Ha! Kann ich draufspringen? Hab ich nicht. Ja, hab ich. Aber warum habe ich eine Akku-Akku-Maske verloren? Hä? Das macht no sense. So. Und wir landen immer auf dem Thron irgendwie. Oh, ich bin ins Feuer gesprungen. Wollt ihr mich ehrlich verarschen? Und ich habe wieder einen Akku-Akku verloren. Das läuft super. So, einer ist noch da. Eins, zwei, drei. Ah! Kopf. Auf den Kopf springen, auf den Kopf springen. Denn auf dem Arsch springen bedeutet Aua. Weil es da stinkt. Und den Gestank halten wir nicht aus. Und rauf. Naja, wenigstens hat es geklappt. Das war eigentlich banal, dass ich das nicht sofort geschafft habe. Rolling Stones machen wir dann nächstes Mal. Crash verabschiedet sich, ich ebenfalls. Bis demnächst und Rolling Stones.